Ja, ich hab den Boss leichter in Erinnerung, möchte ich dazu sagen. Yo, Paladin, versuchen wir's mal. Wir haben Zeug gefunden letztes Mal. Ein neues Schwert, plus 10 Damage. Das gönnen wir uns. Jo, sehr schön. Wie heißt es? Sky Sword. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Ah, da war noch ein Cape. Was macht denn dieses Cape? 50% Damage Return. Aber Armor minus 42 und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht leisten. Eine neue Rune. Ah, zweimal die Haste Rune. Das ist, glaube ich. Ach nee, das ist einfach nur, dass wir schneller sind. Aber wenn wir schneller sind, dann kenne ich mich sowieso nicht mehr aus. Also. Besser, wir lassen das. Was graden wir ab? Ich würde sagen, Armor, Leben und Crit Chance. Und nochmal Crit Chance. Wenn es schon geht, warum nicht? 93 Schaden und bei einem Crit machen wir 158, okay. Mal schauen, wie weit wir es heute schaffen. Bin gespannt. Was ist gerade mit meinem Controller los, Mann? Der nervt mich gerade. Zumindest das Kabel von ihm. Nervt mich gerade übel krass. So, jetzt. Nach unten geht's. Sonst nix. Aber ich habe schon keinen Bock mehr auf den Boss, weil da so viel Scheiß ist. Du kannst die Viecher halt nicht töten. Und das pisst nach einer Zeit so krass an, dass du einfach keinen Bock mehr hast. Als ob. Immerhin haben wir es mit dem Paladin mehr Armor als mit dem Hokage. Jungs! Oh, da ist aber einer, ein ganz cooler. Und braucht nur zwei Schläge. Lappen. Neue Rune. Noch eine Haste Rune. Als ob wir nicht schon genug von denen hätten. Wenn ich die alle ausrüsten würde, würden wir ja voll abgehen, Mann. Okay, das lassen wir. Wir sind da. Lass es bleiben, du Spasti. Hauptsache, wir two-hitten sie. Das ist mir das Wichtigste. Weil wenn die mehr als zwei Hits brauchen, können die richtig nervig werden. Boah! Was zum? Ich raste aus. Nein, so schlecht. Ich muss doch einfach nur mitlaufen. Warum mache ich es dann nicht? Weg. Mit den Zauberern. Natürlich. Drei Zauberer in einem Raum. Das ist wie dreimal sterben. Genauso schlimm. Vier. Korrektur. Tut mir leid. Geh jetzt weg, du Bastard. Fünf. Hallo? Dumm oder so? Was geht mit den Leuten ab, Mann? Wie kann man so einen Raum machen, wo fünf Erdzauberer drin sind? Weiter geht's mit den Zauberern. Ist es nervig, wenn man so wenig Reichweite hat. Das ist halt der Nachteil am Kleinsein. Du kannst zwar leichter überall ausweichen und so, aber du kannst kaum. Halt, du hast kaum Reichweite, was es dann wieder schwieriger macht. Das ist ein cooler Dude. Zum Glück braucht er nur drei Hits. Meine Fresse nochmal. So viele Wege schon wieder. Take no damage und das soll man irgendwie schaffen. Easy! Einfach nur easy! Ja, und dann Instant Damage nehmen.
Geil. Egal, immerhin. Wir haben die Rune. Aber so eine Fairy Chest hatten wir noch nie, oder? Hier kenne ich mich null aus, Mann. Ich kann hier nicht mit System vorgehen. Was war das? Ich hab's irgendwie durchgeschafft. Lol. Level 108 und es reicht einfach immer noch nicht, das Spiel durchzuzocken. Da hat er sich jetzt schier bewegt. Du Bastard! Ich kann nichts machen. Ich kenne mich hier kaum aus. Zauberer, komm hoch. Ich hab gesagt, du sollst hochkommen. Gut. Wird's ein bisschen einfacher. Ja, egal was ich mache, es trifft mich doch sowieso. Nein! Nicht nochmal. Das war gut und das war auch in Ordnung. Ja, er schlägt so schnell. Das ist richtig übel. Wie schnell der... Ja, jetzt rastet er ein bisschen und ist tot. Und vor allem macht er so viel Schaden. Okay, Leben. Finde ich sozial. Ja, der Gegner da unten chillt ein bisschen. Der chillt ein bisschen sein Life. Dann gehe ich halt zuerst das Zeug da töten. Und das war knapp. Er hat mich fast erwischt. Es ist unglaublich. Wieder sowas wie ich bekomme das Sonic. Nein! Da dürfen wir halt nur nicht sterben, weil dann verlieren wir wieder extrem viel. No fighting. Aber ich darf Leben verlieren. Ich darf nur nicht kämpfen. Danach darf ich kämpfen. Haha! Geil. Junge, wie viel Geld verliert man hier eigentlich? Weg mit euch. Jetzt gehe ich euch noch töten für das Geld. Das war jetzt nicht so schwer. Man darf zwar Schaden nehmen, aber... man nimmt eigentlich keinen. Könnte genauso gut ein Take-No-Damage-Raum sein, weil er nicht so schwer ist. Und hätte die Kanone noch geschossen, dann hätte sie einen aufs Maul bekommen. Komm, ich bin klein, ich muss doch hier durchkommen. Genau. Sehr nice, endlich mal ein Vorteil beim Kleinsein, dass ich durch die Lücken komme. Auch wenn man die hier sowieso fast nicht sieht. Ich hasse es. Sollen wir Wetten abschließen, wie viele Leben ich in diesem Raum noch verlieren werde? Vor allem beim Zurückgehen dann. Ich lasse den Gegner. Weil wenn ich... Wie viel Geld habe ich jetzt in diesem Raum verloren? Wäre noch interessant zu wissen, ne? Ich hasse diese Gegner. Die können mich mal kreuzweise. Natürlich. Als ob es nicht schon so schwer genug wäre. Müssen da noch die Kugeln rumfliegen. Eine Jukebox, Alter. Komm, gib mir was Gescheites. Das war, glaube ich, das Geile, oder? Nö. Oh, das ist cool. Din, 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 din. Ach, das ist doch das... Der Boss-Soundtrack vom dritten Boss, oder? Den finde ich ja sowieso fast schon am geilsten. Alter, ich liebe diesen Soundtrack. Aber ich hasse diese Scheiße hier.
Da unten kann ich noch hin. Vor dem Boss werde ich sowieso wieder heilen gehen. Das steht jetzt schon fest. Ach, da unten sind noch Gegner, ha? Ja, einer. Der da. Der war so uninteressant, dass ich ihn nicht mehr getötet habe. Immerhin sind die One-Hit. Wenn die nicht One-Hit wären, dann... Hier ist also der Boss. Ein paar Lebenchen. Und jetzt muss ich mich leider... Nee, muss ich gar nicht. Ich mache hier noch ein bisschen... Nee, halt's Maul. Ich finde diesen Raum etwas krass. Alter, ich sammle das Geld nachher auf, Mann. Oh. Vor allem der Raum passt halt so gut zu der Musik, weil die Musik abgeht und der Raum ist absolut krank. Und überall fliegt was rum wie beim dritten Boss. Ist das krank? Immerhin gibt's dafür einen Blueprint. Ich finde diesen Raum ehrlich gesagt ziemlich asozial. No jumping. Ah, fuck. Hä, wie soll man es dann schaffen? Check ich nicht. Wahrscheinlich als Drache. Fuck, Alter, ist das krass, Mann. Ja, ich porte mich dann mal. Das war's eh, oder? Ja. Halt außer dieser eine Raum, aber der kam ich mal. Weil da ist ein Erdzauberer und Stacheln. Und auf Stacheln habe ich keinen Bock und auf... Ne, hier geht's noch. Nein! Ich weiß ja nicht, warum mich dieser eine Gegner getroffen hat. Da unten. Aber er wird schon seinen Grund gehabt haben, oder? Das Spiel hat ja immer die guten Erklärungen. Drei Schläge! Nein! Ich muss nachher sowas von farmen gehen noch. Immerhin bekomme ich ein paar Leben. Hat's gebracht, ne? Komm, triff! Du schaffst es! Jawohl! Was ist denn das für ein Spasti, Mann? Hä, was? Was hat mich bitte getroffen? Muss ich das verstehen? Oh Gott! Okay, ist alles safe. Noch. Der Run ist noch nicht so krass in Gefahr, als dass ich gleich sterben könnte. Doch, ist er eigentlich schon. Das war knapp. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich ihn runterschlagen kann. Das hat sich dann auch erledigt. Okay, das passt schon so. Was? Warum? Ich habe nicht mal gesehen, dass der mich überhaupt berührt hat. Boah, vor allem mit diesem scheiß Sonic-Zeug da. Ja, klar, ist ja nicht so, als ob ich oben schon genug zu tun hätte. Kommt da noch so ein Spasti von unten. Okay. Warum schlägst du nicht?
Alter, ich werde noch so aggressiv bei dem Spiel, Mann. Ich werde hier noch sowas von aggressiv. Am liebsten würde ich direkt zum Boss gehen und mich töten lassen. Aber ich will es wenigstens versuchen. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich gehe jetzt hoch. Heile mich. Und dann gehe ich zurück. Und dann gehe ich zum Boss. Aber ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Bereich. Hallo! Scheiß Zauberer, Mann. Ich bräuchte nur ein paar Hühnerkeulen, ne? Komm, gehen wir zuerst nach oben. Und dann kommt gleich sowas. Ach, stimmt. Das war ja der Typ, der mich beschissen hat. Aber er kann gar nichts. Momentan. Schade, dass ich aber nur Gold von ihm bekomme und sonst nichts. Fünf Gratis-Leben, Alter. Aber die Runs werden momentan immer so 10.000er Runs. Ich bekomme immer so 10.000 Gold in einem. Das finde ich gut. Dann kann man wenigstens das gescheit upgraden. Man muss nicht so viel Scheiße machen. Jawoll! Wieso gibt es hier diesen scheiß Gegner, ha? Wieso? Kann mir das einer erklären? Nein? Gut, dann halt's Maul. Diese Reichweite ist zum Kotzen! Und dass ich überhaupt gerade das Auge getroffen habe. Also mit der Reichweite kann ich gleich sterben gehen, theoretisch. Leben! Vielleicht ist ja hier noch irgendwo eine Hühnerkeule oder so. Nö. Dann habe ich eh schon keinen Bock mehr. Zumindest nicht aufs Maya. Hier noch ein paar Leben farmen. Sonst wird es ja gar nichts. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Wald. Yo, wahrscheinlich, was war das für ein Wurf? Scheiß Skelett, Mann. Was regt sowieso so auf, wenn so kleine Gegner meinen, sie sind geil, dann irgendwas machen und dann treffen sie sich sogar. Das ist das Schlimmste. Oder solche Räume. Ich hasse diese Stacheln. Weil die so scheiße unnötig sind. Da ist noch eine Kiste. So viel Gold. Schon wieder so ein Gegner. Was soll das eigentlich? Okay, ich sage jetzt einfach mal gar nichts zu dem Gegner dazu. Lappen. Oh, mein Auge kratzt. Juckt, besser gesagt. Wo ist... Ja, komm, gib mir was Neues, bitte. Ja, Mann. Och, du Scheiße, das Obol von dem. Will ich gar nicht wissen, wie der bitte abgeht. Zum Glück, Alter, habe ich dieses scheiß Sonic-Zeug weg. Ja, jetzt habe ich ganz kurz nicht hingesehen und schon ist ein Gegner vor mir. Könnte tatsächlich noch was werden hier. Ja, komm als Maul. Oh, der stirbt sogar auch instant. Yo, kann aber durch Wände schießen. Geh weg. Du auch. Interessiert mich jetzt gerade, wie viel Leben brauche ich? 55. Also noch 11 Gegner besiegen, ohne Schaden zu nehmen. 9. Oh, nur noch 2. Einmal, zweimal, dreimal. Wenn gerade hier so viele Gegner sind, dann müssen wir die halt auch noch alle mit.
Und hier ist eine Gratis-Kiste. Mit Geld. Die nehme ich natürlich liebend gerne mit. Man muss eigentlich so viel Zeug kaputt machen, damit man überhaupt halbwegs Geld bekommt, weil durch Zeug kaputt machen bekommt man halt schon ziemlich viel Geld. Weil schon sehr oft was drin ist in dem Zeug. So Leute, dann lasst es uns versuchen. Der Run geht eh schon wieder lang genug. Also, wir haben unseren Schild. Den benutze ich irgendwie sowieso nie. Warum auch immer. Wir haben unseren Schild und wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich werf instant eine Axt. Jawohl, Mann. Ich sag gezogen. Weg mit dir. Und chillen. Genau. So muss es laufen. Auf einen gehen. Und eigentlich keine Leben verlieren. Oh, nice. Leben recovered. Ich war jetzt bereit, den Schild einzusetzen. Ich habe ihn sogar eingesetzt, aber er hat mir leider nichts gebracht. Alter, das verbraucht so fucking viel Mana, Mann. Oh Gott, was geht eigentlich gerade ab? Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Zauberer, oder? Da. Nice! Nein! Er hat mich abgefangen, die Fotze. Einer tot, aber nur so ein kleiner. Bringt halt nichts, oder? Nice. Boah! Wenn ich weitergelaufen wäre, hätte er mich getroffen. Die sind halt schneller als ich, das ist das Problem. Ich bekomme halt immer wieder Leben, verliere sie aber auch. Ich muss die Kleine umbringen. Ist halt schwer, oder? Es gibt noch einen ziemlich großen. Ja, einer weg wieder. Wieder ein paar Leben bekommen. Man muss hier so chillen bei diesem Boss. Okay, nochmal zwei weg. Nochmal einer weg. Oh, Leute, es läuft. Es läuft nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als mit dem Hokage. Und ich weiß nicht mal warum. Er hat nicht den Zauber ausgelöst. Das war schon mal gut, dass ich dem einen Hit gegeben habe, ohne Leben zu verlieren. Nein, ich gehe nicht ganz runter. Ich gehe nie ganz runter. Weil wenn ich das mache, bin ich meistens tot. Ich warte nämlich, bis jemand zu mir kommt. Boah, ich habe den irgendwie gehittet, diesen Kleinen da. Aber dann nicht mehr. Ich habe so verdammt Schiss, Mann. Alter, was geht? Ja, noch einer weg. Boah, skillig. Nein. Woo! Fuck, Alter, nochmal zwei weg. Diesmal mach ich's halt auch richtig, oder? Ich wollte jetzt einfach mal eine Axt werfen. Vielleicht hätte es was gebracht. Hat es sogar ein bisschen was gebracht. Alter. Verkack mir jetzt nicht! Fehler gemacht. Die Zauberer nerven jetzt. Nice! Noch nicer. Noch einer weg. Und noch einer weg. Okay, ich glaube vier sind es, vier kleine noch. Also zwei Zauberer. Weil sie nur noch einer aufteilt, jetzt nur noch ein Zauberer. Drei. Zwei. Jetzt zwei. Komm, das bekommen wir jetzt wohl hin, oder?
Noch einer weg. Und zack. Nein. Und bam. Jawohl, Alter. Geil. Den Boss haben wir jetzt aber schnell gehabt. Im dritten Versuch. So schnell haben wir, glaube ich, den Boss noch nie gehabt, oder? Puh. Leben und Armor. Geil. Nice. Sehr nice. So. Der letzte Boss ist fertig. Und wir müssen jetzt da hoch zum Tor. Und was uns da erwartet, sehen wir im nächsten Part von Rogue Legacy. Wartet dort der Endboss? Ich denke ja.